Jo, was geht ab? Dienstag heute. Wir haben gerade schon Pizza gefrühstückt und jetzt noch Schokolade als Nachtisch. Und ich muss mal eine Umfrage starten. Und zwar habe ich mir dieses Ding gestern bei Forever 21 gekauft. Für 10 Euro. Es ist so wie ein Hoodie, nur als Kleid. Die Schuhe übrigens auch. Und das hat halt hier so einen Schlitz. Und ich fand das voll cool, aber jetzt an mir finde ich es überhaupt nicht mehr cool. Aber ihr könnt mir mal bitte sagen, wie ihr das findet. Und ob ich das jetzt anlassen soll. Haha, ihr seht das eher, als ob ich es, wenn ich es schon, wenn es schon vorbei ist, blablabla. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich dieses finden soll. Und eigentlich sollte man hier einen Knoten reinmachen. Aber es ist zu kurz, um einen Knoten reinzumachen. Ich habe jetzt das an. YOLO. Bleibt jetzt so. Scheiß drauf. Oh nein, ich habe nicht gefilmt. Scheiße. Also, in meinem Adventskalender war dieser Lidschatten von Catrice. Ein Liquid Metal Eyeshadow in der Farbe 120 Satina Wendewurzen. Und die Farbe ist schön, was ich gerade schon 10-mal erzählt habe. Oh, man sieht sie nicht mehr. Sie ist sehr schön. Und sehr pigmentiert. Tschüss. So. Nee. Wir sind jetzt in der Tiergalerie. Irgendwas wollte ich erzählen. Vergessen. Wir gehen jetzt in DM. Und dann nochmal zu Primark, weil wir ja gestern mussten wir abbrechen, weil wir meine Mutter abholen mussten. Deswegen machen wir das jetzt noch. Ich muss gleich noch irgendwie mega schnell Videos schneiden für heute und für morgen noch. Ich hoffe, ich schaffe das. Und hier sind wieder diese geilen Pferde, auf denen man so unfassbar geil reiten kann. Wenn ich auf den Pferden reiten würde, ich würde dieses kleine Einhorn nehmen. Das ist am süßesten. Da reiten wir. Oh, die sehen gar nicht so jung aus. Ja. Ein bisschen durch die Tiergalerie reiten. Wir sind jetzt gerade in Primark in der Umkleidekabine. Ich nehme mir nur meinen Eyeliner mit, weil der leer ist. Und ein paar Ohrringe, so coole, die so hinten rumgehen, so Dreiecke. Das war's. Und ich habe diesen Lippenstift eingekauft von Manhattan. I can show you. If I find this. Yes. This. Lips to last. Color. Nix. Ich hab abgemacht. Ach, jetzt pickst du. Hä, warum steht die da nicht drauf? Stand da oben. Ah. Nö. 59A. Sie steht auf dem Zettel, den ich abgemacht habe. Also, wir sind jetzt gerade bei Thalia. Und was machst du? Kuba-Reiseführer suchen. Warum? Ich gehe im Februar oder März nach Kuba und brauche jetzt noch einen Reiseführer. Ey. Einmal vorlesen. Oh, nee. Doch. Okay, aber freue ich mich auf nach Moloch. Und was heißt das? Keine Ahnung. Irgendwas, was freue ich mich auf nach mal, weiß ich nicht. Soll ich was heißt denn das? Care. Alter. Ah. Care, was freue ich mich auf nach Maloche? Mal gucken? Nee. Hä? Maloche ist? Weiß ich nicht. Arbeit. Oh, okay. Alter, was freue ich mich auf nach der Arbeit? Ah! Ich suche dir ein neues. Okay. Okay? Guten Tag. Gut. Jedes Mäuschen braucht Fäuschen. Warte, ich kann es nicht. Jedes Mäuschen braucht ein Fäuschen. Jedes Mäuschen braucht ein Päuschen. Gut gemacht. Mehr gibt's leider nicht. Jedes Mäuschen braucht Fäuschen. Kennst du das? Knittern hilft nichts. Was ist knittern? Knittern. Knittern. Meckern. Ja. Ja, ja. Ey, Anna, das bist ja fast du. So, wir sind jetzt Cowboys Burger Saloon. Und wir warten jetzt auf Elisas Boyfriend. Und dann gehen wir Burger essen. Hallo, hallo. Elisa ist mittlerweile weg. Wir waren doch nicht Burger essen.
Es ging alles ein bisschen drunter und drüber, weil ihr Freund hat das irgendwie nicht gefunden. Und dann wurde es später und später und irgendwie hatten wir auch nicht richtig Hunger. Und dann waren wir noch kurz hier. Jetzt sind sie gefahren. Ich habe jetzt meinen Vlog geschnitten, weil ich muss mich richtig beeilen, damit der gleich noch um 18 Uhr online kommt. Ich habe leichte Zweifel, aber eventuell schaffe ich es noch. Ja, dann habe ich jetzt gerade noch ein bisschen versucht, mit Nicole was zu klären, weil es kam gerade was an. Und zwar kann ich euch zeigen, ein Paket von Tokyo Treat. Da sind nämlich japanische Süßigkeiten drin. Und erstes Problem, ich muss das Video innerhalb einer Woche drehen und hochladen. Das ist so die Vorgabe halt von dieser Firma. Und also die haben mir das halt zugeschickt, kostenlos. Ich musste dafür halt nichts bezahlen. So, dann ist das Problem, ich habe ja keine Kamera. Und ich finde, die Candy Challenges kommen halt so gut an bei euch und ich will die halt dann nicht mit der Legria drehen, weil das halt eine schlechtere Qualität ist. So, dann habe ich halt Nicole gefragt, weil, also Nicole muss ja erstmal Zeit haben. Dann habe ich sie gefragt, ob sie Zeit hat und habe sie gefragt, ob sie ihren Vater vielleicht fragen könnte, weil der eine Kamera hat, ob wir die haben könnten. So, dann muss Nicole erstmal irgendwie diese Kamera besorgen und dann zu mir kommen und dann irgendwie auch wieder nach Hause und die Kamera wegbringen und bla bla bla. Dann habe ich jetzt noch meine Mutter gefragt, ob wir vielleicht später kurz ihr Auto holen können, haben können, damit wir das alles organisatorisch hinkriegen. Das weiß ich noch nicht, ob es klappt. Aber also die Kamera können wir auf jeden Fall bekommen und ich glaube, Nicole wird dann noch hier hinkommen mit der Kamera, damit wir das Video drehen. Das heißt, wir werden heute noch eine Candy Challenge drehen. Und ich hoffe halt, dass ich das Auto von meiner Mutter kriege, weil das würde uns sehr, sehr, sehr viel Arbeit und Weg und Zeit ersparen. Das wäre halt echt gut. Ja, jetzt schneide ich das, genau, den Vlog habe ich jetzt geschnitten, der exportiert ist. Den muss ich gleich hochladen, um noch ein bisschen die Infoboxen zu bearbeiten. Dann muss ich noch ein Video schneiden, was morgen früh online kommt, weil morgen früh habe ich keine Zeit, dann muss ich zu meiner Oma. Gott im Himmel, das überfordert mich alles. Ja, und jetzt muss ich mal meine Sachen zusammensuchen für die Kamera, damit ich beim Kundensupport anrufe und dann vielleicht morgen schon das wegschicke, also die Kamera, einschicke, wie auch immer. Boah, ich habe wirklich gerade ein bisschen die Schnauze voll. Das mit der Kamera ist so kacke, das regt mich so auf. Die ist 2,5 Jahre alt, das heißt, halbes Jahr über der Garantie. Und sie funktioniert einfach so nicht mehr. Einfach so. Ich habe nichts mit der gemacht. Ich bin nicht schlecht mit der umgegangen oder irgendwas. Und ich habe halt auch keinen Bock, dann jetzt die Reparatur zu zahlen und so. Aber ja gut, da komme ich nicht drum rum. Und es ist halt saubehindert. Ich habe jetzt halt noch 2 Videos, die ich noch gedreht habe, Gott sei Dank, die ich dann noch hochladen kann. Und dann heute die Candy Challenge. Ich habe halt keinen Bock, mit der Legria zu drehen, weil einfach die Kamera, die Qualität ein bisschen schlechter ist. Halt für High-Quality-Videos so. Naja, hören wir jetzt mal auf rumzumeckern. Ich mache jetzt erstmal mein Zeug und dann melde ich mich gleich wieder. Mal gucken, wie dann der Stand der Dinge ist. Kamera-Update. Ich habe gerade mit dem Kundensupport von Canon telefoniert. Ich muss die Kamera einschicken. Ja, bis die dann da ankommt und bearbeitet wird, dauert das ja auch schon mal bis nächstes Jahr irgendwann. Dann kriege ich einen Kostenvoranschlag geschickt. Und dann lasse ich es entweder reparieren oder eben nicht, weil der Kostenvoranschlag könnte ungefähr preistechnisch da liegen wie eine komplett neue Kamera. Das heißt, wenn ich Pech habe, muss ich mir einfach direkt eine neue Kamera kaufen. Das wäre richtig bitter, weil ich kann kein Geld kacken. Und die Kamera ist erst 2,5 Jahre alt, aber naja, ich werde die morgen einschicken und dann schauen wir mal. Wow, was ein sexy Bild. Ich schneide jetzt noch den DM-Haul, der morgen online kommt, also Mittwoch, also dann, wenn auch das Video schon online ist. Und ein Video für meinen anderen Kanal, Make-up bei Vanessa Wolf. Und ich habe eigentlich Hunger. Ich glaube, ich hole mir gleich noch was zu essen. Ich habe hier schon mäßig gegessen. Oh, Hilfe. Ja, das muss ich jetzt erstmal machen. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Okay, das ist ja schon süß, wie dieser liegt, ne? Wie sie da liegt, ne? Und sich schleckt. Aber wie süß ist denn das? Sie liegt einfach so auf dieser Decke. Nicht erschrecken. Legt sie sowieso gleich wieder hin. Dich juckt das nicht, ne? Juckt es dich?
Puh. Wisst ihr, was richtig unfair ist? Wenn man jetzt schon Geschenke bekommt für Weihnachten und Geburtstag und sie nicht aufmachen darf, weil noch nicht Weihnachten und Geburtstag ist. Ich kann euch noch ganz schnell einen kleinen Haul machen. Ich habe mir zwei Eyeliner bei DM gekauft. Die beiden von Essence, einmal wasserfest, einmal nicht wasserfest für mein Make-up-Artist-Kit. Den Lippenstift habe ich euch gezeigt. Dann habe ich mir meinen Eyeliner nachgekauft von Primark. Das ist der Liquid Liner in Black für 1,50. Dann habe ich mir Ohrringe gekauft bei Primark für 2 Euro. Diese, die so hinten rumgehen. Und zwei Oberteile, die zeige ich euch. Einmal das hier, so schwarz-weiß gestreift mit diesem Geschnüre, was ja gerade voll im Trend ist. Es hätte ruhig noch eine Nummer kleiner sein können, aber ja, so sieht es aus. Für 10 Euro. Gab es übrigens auch noch in ganz weiß, aber nicht in meiner Größe. Und dieses ganz einfache gestreifte Langarm-Shirt für 5 Euro. Das ist so cool. Ich finde, solche Oberteile kann man einfach immer anziehen. Und da war halt so ein Tisch mit richtig vielen von denen in ganz vielen verschiedenen Farben. Auch andere mit ein bisschen anderen Mustern als Streifen. Und dieses hier war das einzige, was es noch in 36 gab. Das einzige. Ja, Entschuldigung, ich hätte mir da vielleicht alle von mitgenommen. Aber nein, es gibt nur ein einziges in 36. Aber wenn ich nächstes Mal da bin und die nochmal sehe, hole ich mir die auf jeden Fall in anderen Farben. Weil ich finde, die kannst du einfach immer anziehen. Ob die jetzt schwarz-weiß gestreift sind, beige-grau oder ein kleines Muster drauf haben oder so, sowas geht halt einfach immer. So, ich habe mir jetzt Essen geholt und zwar Pizzabrötchen und Bandnudeln mit, ja, gute Frage, Hähnchen, Champignons, Sahne, Tomatensauce und Gorgonzola. Und das ist so lecker. Das werde ich jetzt erstmal essen. Hallo. Ich habe jetzt mein DM-Haul geschnitten und dieses Video für meinen Make-up-Kanal. Boah, ich saß da jetzt 4 Stunden an, 5 Stunden, irgendwie so. Jetzt kommt Nicole gleich, da kann ich ihr auch gleich das Video zeigen, weil ich habe sie ja geschminkt und habe das jetzt bearbeitet. Ich hoffe, das ist cool geworden, ich muss mir das gleich selber nochmal angucken. Ja, ich sitze hier in meiner Decke eingemummelt. Genau, jetzt bearbeite ich noch die Thumbnails dafür. Und ich hoffe, dass gleich Nicole kommt. Ja. Manchmal frage ich mich, was eigentlich mit mir los ist. Was ist mit mir los? Ich habe den Auftrag von Vanessa bekommen, Hallo zu sagen. Hallo, bin auch mal endlich da. Jetzt muss ich mich schminken. Jetzt wird noch was gedreht. Meh. Ich wollte euch aufschreiben wollen. So, unser Akku ist gerade ausgegangen, während wir drehen. Und derzeit essen wir schon mal ein paar, was wir gegessen haben, auf. Ein paar japanische Candies. Nicht zeigen. Rezept, die ich esse. Spoiler. Morgen nicht Spoiler. Wir haben aus Versehen DIY gegessen. Ja, aber ups. Wie will man denn bei dem Hieroglyphen da auch checken, dass das alles ist? Ich glaube, wir müssen Japanisch studieren. Ja, tolle Wolle. Ich habe eine Freundin, beziehungsweise eine Freundin, nee, die Freundin meiner Freundin, meiner Freundin, meiner Freundin. Nein, die Freundin meiner Tante. So. Ist Chinesin und hat Japanisch studiert. Und die sagt, es ist noch schwerer als Deutsch und Chinesisch zusammen. Hallo. Hallo. Was ist da? Ja, ja, bing. Wie fandst du die Challenge? Nicht zu viel Spoiler, nein, aber ein bisschen. Nein, Spoiler, 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 Spoiler. Oh, das war jetzt nicht Spoilern. Mehr Spoilern. Spoilern. Ja, wo ist eigentlich cool, ganz interessant, weil es hat tatsächlich Sachen gegeben. Hallo, ich rede gerade ja, mit den Leuten. Ja, aber wo ist denn eigentlich mein Dings? Ja, was? Ah, Mummel. Ah, Mummel. Das ist meine Errungenschaft aus dem Video. Mummel. Guck mal. Oh, guck mal. Dein Ernst? Siehst du? Du unterbrichst mich wegen der Kackmurmel? Ja. Ich habe Jar Jar Binks auf der Stirn, das ist viel cooler. Es gab echt Sachen, die haben ich wirklich geschmeckt. Talk. Fertig. Ist so. Und es gibt noch ein Video, was kommen wird mit einem DIY. Das kommt extra nicht in der Candy Challenge. Wenn Nicole Zeit hat, dreht sie mit. Ja, wenn du auf mich wartest, komme ich mit. Mache ich mit. Ja, ich weiß nicht. Ich muss halt gucken, wenn gerade so ist. Tschüss. So, liebe Leute, es ist mittlerweile sehr spät.
Ich muss hier noch ein bisschen das Zeug wegräumen und so. Dann schminke ich mich ab. Und dann gehe ich schlafen. Ich bin unfassbar müde. Ja, ich mache das jetzt. Boah. Ich kann nicht mehr. So viele Videos heute geschnitten. Unglaublich. Naja, gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, was auch immer. Bis morgen. Tschüss.